ich euch heute einen Sommerhaul drehen, aber vom Wetter her ist es leider kein Sommerhaul mehr. Aber es werden trotzdem Sommersachen dabei sein und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Falls ihr es bemerkt habt, habe ich keine Zahnspange mehr, also einmal schön lächeln. Und dazu kommt auch noch ein Video, so wie meine Eindrücke davon waren, ob ich Schmerzen hatte, wie lange ich sie hatte, was jetzt kommt. Deswegen, da könnt ihr drauf gespannt sein. Und ich beginne jetzt einfach mal mit dem ersten Online-Shop. Manche Sachen zeige ich euch auch angezogen, aber manche auch nicht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei einfach. Und ich beginne einfach mal mit dem ersten Bikini. Und der ist von Awesup. Ich tue euch die Links von den zwei Online-Shops, wo mir Sachen zugeschickt haben, in die Infobox, weil da weiß ich die Preise einfach nicht mehr. Und das ist der erste Bikini. Also ich habe mir da jetzt zwei Bikinis bei Awesup bestellt und die sind alle vom gleichen Prinzip her. Normale Schalenbikinis, also die haben keinen Push oder so, sondern die haben einfach nur eine Schale. Erstens, dass sie besser sitzt, die Brust, und zweitens, dass ich mag das nicht, wenn es nur Stoff ist. Und was ich ein bisschen dumm finde, hier ist er so geflochten und da ist der Bentel raus und ich weiß nicht mehr, wie der reingehört. So muss ich mal auf der Internetseite schauen. Und der darf oben an den Schnüren so goldene Details. Und es hat es auch an den Hosen, an den Seiten, hier so schöne goldene, so Ringe halt. Genau, das war der weiße. Mir fällt es gerade beim Schneiden selber auf, dass ich sehr oft schmatze mit meinem Mund. Und das kommt einfach daher, weil ich halt erst meine Zahnspange seit 2 Tagen draußen habe. Und es tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, das wird die nächsten Videos besser. Und ich hoffe, das stört euch jetzt nicht so und dann wünsche ich euch trotzdem noch viel Spaß beim Video. Dann habe ich mir von einer YouTuberin den gesehen und die heißt Lifestyle is a Joke. Und der ist vom gleichen Prinzip her wieder. Der sieht so aus, auf der Internetseite hat er pink ausgesehen, der ist ein bisschen Korall. Und der hat einfach diese schönen Blumen und ich finde es so schön und ich denke auch, dass ich den im Freibad anziehen werde. Dazu habe ich auch die Hose. Ich habe die noch nicht anprobiert, die Bikinis, keine Ahnung. Die Blumen. Genau. Dazu war dann auch noch so ein Strandtuch dabei. Weiß ich nicht, ob ich das verwenden will. Vielleicht, wenn ich mal in den Urlaub fahre. Und dann kommen wir schon zum nächsten Online-Shop. Ich lege mal die Sachen hier kurz runter. Dann kommen wir zum Dresslink. Da habe ich mir auch ein Bikini bestellt. Den finde ich nicht so schön. Ich weiß nicht. Also der ist halt ganz normal pink. Der hat jetzt eine schöne pinke Farbe. Aber ich weiß nicht. Ich finde ihn von der Form her nicht so. Und der hat hier dieses lange Teil. Und da habe ich das weggemacht. Also da war so ein goldenes, so ein goldener Kreis mit irgendwas drin gestanden. Und den habe ich einfach weggemacht, weil mir der irgendwie zu blöd war. Und ich weiß noch nicht, ich habe den auch noch nicht anprobiert. Aber die Hose finde ich ein bisschen merkwürdig von der geschnittenen Form her. Und zwar ist die so geschnitten. Die geht so eng, so schmal. Und ich weiß nicht, der Po sieht auch ein bisschen schmal aus. Mal gucken. Dann habe ich mir diese Tasche hier bei Dresslink bestellt. Ich habe sie mir ein bisschen länger vorgestellt. Von der Breite her passt sie, aber von der Länge her, dass Schuhsachen reinpassen. Ich weiß nicht, da passt glaube ich kein Block rein. Die sieht ein bisschen klein aus. Und die hat halt ganz normale Innenfächer, hat auch noch so ein Innengeldbeutelchen und die finde ich sehr cool. Ich weiß aber noch nicht, ob ich sie als Schultasche verwenden will. Dann habe ich mir nochmal eine Tasche bestellt und die schaut aus wie eine Louis Vuitton Tasche. Ich habe vom Urlaub von meiner Mama aus Tunesien 2 Louis Vuitton und 2 Michael Kors Taschen bekommen, aber das sind natürlich nicht echt. Und die, finde ich, sieht auch ein bisschen nach einer Louis Vuitton Tasche aus. Die ist einfach so süß und klein und die musste ich einfach haben. Und ich finde, die sieht nach Louis Vuitton ein bisschen ähnlich, aber die ist wirklich sehr süß. Und dazu, zu den 2 Taschen, habe ich mir echt coole Sachen gekauft. Und zwar sind es wie Innentaschen für Handtaschen, dass man nicht immer alles aus der Handtasche ausräumen muss. Und zwar habe ich das einmal in klein. Das sieht so aus. Kann man auch hier zusammenknüpfen, wenn man es nicht zu breit braucht. Da passt ein Tablet rein, ein Geldbeutel. Alles passt in das Innenfach schön rein. Das geht nicht zu, oder? Nein, das geht nicht zu. Das kann man hier so heben. Dann hat es 2x Reißverschlüsse, wo auch nochmal viel reinpasst, wie Kaugummis oder was man halt braucht, Schlüssel und alles. Und es hat auch noch Außenfächer fürs Handy oder für einen Lippenstift oder irgendwas. Da kann man sehr viel reintun. Und das habe ich einmal in klein. Und das gleiche einfach nochmal in groß für größere Taschen. Und das finde ich sehr cool, weil ich muss in meiner Tasche immer so viel rumsuchen und finde nichts. Dann habe ich mir einen Skaterrock geholt. Und der sah im Internetshop eigentlich pink aus, aber der ist jetzt auch so Korall. Und der sitzt ein bisschen zu kurz bei mir, weil ich wollte ihn eigentlich so taillenhöhig tragen. Aber das seht ihr ja eingeblendet.
Dann habe ich mir eine Hose, eine Bloggerhose bestellt. Die könnte ich euch eigentlich auch eingeblendet zeigen, mache ich aber nicht, weil was an der blöd ist, also das ist die hier, wo vorne ausschaut wie ein Rock und hinten einfach eine Hose ist. Und erstens ist sie echt eng und zweitens, auch wenn man den String anziehen würde, man würde alles durchsehen. Alles. Außer man zieht vielleicht einen weißen String an. Aber ja, echt doof. Also wenn, dann nur mit einer langen Cardigan eventuell. Aber so ist sie echt ein bisschen durchsichtig und das ist doof. Und das war's zu den Online-Shops und jetzt kommen wir schon zu H&M und Primark, weil ich in Köln bei keinen anderen Läden shoppen war. Aber Primark gibt's halt bei uns nicht und H&M war mein Freund, weil der da noch was wollte und dann habe ich mir da auch zwei Sachen gekauft. Bei H&M habe ich mir einmal dieses Crop-T-Shirt, nicht Crop-Top, sondern Crop-T-Shirt gekauft. Es hat 2 Euro gekostet und jetzt habe ich mir eine Nummer größer genommen, weil in XS war es dann doch recht eng und deswegen, also halt auch kurz, deswegen habe ich es mir in S genommen, dass es einfach ein bisschen länger ist. Und dann habe ich mein Lieblingsstück aus dem ganzen Haul. Ja, diese Cardigan. Ich wollte mir eigentlich eine Cardigan im Primark kaufen. Die hat auch, also die hat jetzt 10 Euro gekostet. Und im Primark auch so 10, 12 Euro. Und wirklich an der, wo ich wollte, die letzte, wo es in meiner Größe gab, war Make-up dran. Und ich hasse die Leute, die sowas machen, wirklich im Primark. Ich habe es zu oft gesehen. Einfach Dreck an den Sachen. Make-up, Lippenstift. Dann ist es irgendwie kaputt. Dann wurde das gemacht. Dann wurde der Knopf weggerissen. Und das finde ich einfach unmöglich. Und ja, diese Cardigan habe ich mir in H&M gekauft. Ich werde sie euch ja nochmal ganz einblenden. Das ist einfach eine schöne lange Cardigan und ich liebe zurzeit lange Cardigan. Dann machen wir einfach mal weiter mit Primark und ich lange jetzt einfach immer wieder rüber. Und zwar habe ich mir einmal ein Pack Gürtel gekauft, einen roten und einen blauen in Größe S. S, ja genau. Und die gehen einfach nach 2 Monaten kaputt, aber die sind einfach so normal gut halt. Ja, genau. Dann habe ich mir in meiner Wäschekiste ganz meine ganzen Socken rein. Und zwar habe ich mir einmal ein Pack schwarze Socken für 3 Euro und ein Pack weißen Socken für 3 Euro gekauft. Ich habe mir einen Bandau-BH gekauft, der hat 2,50 gekostet und den fand ich einfach so wunderschön. Und zwar sieht er so aus, der hat einfach vorne auch diese wunderschöne Spitze und hinten ist er durchsichtig mit Spitze. Und das finde ich einfach sehr elegant, so in dem Oberteil, wo man halt einfach einen Bandau braucht. Weil ich habe immer nur ein schwarzes und das finde ich immer nicht so schön. Da finde ich das einfach viel schöner. Dann habe ich mir einen Pack Socken gekauft und zwar sind es die Blogger-Socken mit diesen Spitzen oben dran. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und dann habe ich einmal in Weiß, in Schwarz und in Grau und es war ein Pack für 2,50, was ich echt auch voll cool finde. Den ich fast vergessen und dann sind wir extra noch mal in Primark gegangen, um die zu kaufen, weil die wollte ich unbedingt. Dann habe ich mir einmal die Cleaning Wipes gekauft für 1,50, einfache Abspringtücher. Habe ich nämlich immer mit, wenn ich bei Primark bin, weil ich da eh nicht so oft bin. Für 1,50 2 Packs mit jeweils 25 Stück ist echt billig, weil, ja, ist echt billig. Dann habe ich mir für die Haare 4 Sachen gekauft. Und zwar einmal ein 40er Pack Dutt-Haarnadeln für 1,50, ein 50er Pack normale Haarnadeln in Gold und Silber auch für 1,50. Dann ein paar Kaugummis. Ich hätte mir fast wieder schwarze mitgenommen, aber dann habe ich die gesehen und die passen einfach besser zu meinem Haartyp. Und die haben auch nur 1,50 gekostet und für 50 Haargummis ist das echt billig. Dann noch ein Duttkissen, weil ich zurzeit lieben gern Dutt, meinen Dutt mache. Und mein anderes Duttkissen ist leider hier schon kaputt gegangen und deswegen habe ich mir ein neues gekauft. Bei Schmuck habe ich mir nur eine Kette gekauft, soweit ich weiß. Nein, meine Statement-Ringe, die sind im Geldbeutel. Diese Kette hier, und zwar hat die 3 Euro normalerweise gekostet und da ist halt so ein, also es ist wie eine Statement-Kette, nur vorne ist halt so ein Teil noch dran und was ein bisschen blöd ist, das dreht sich immer ein bisschen um und die hat nur 50 Cent an der Kasse gekostet, da war ich echt erstaunt. Eigentlich hätte ich auch dafür 3 Euro ausgegeben, aber sie hat nur 50 Cent gekostet. Echt cool. Von Accessoires her habe ich mir dann den wunderschönen Geldbeutel gekauft. Der hat 4 Euro gekostet und der sieht so aus. Ich finde, er sieht gar nicht nach Primark aus. Ich finde, er sieht richtig elegant aus. Und der hat halt hier einmal so Spitze, hat dann ein normales Fach mit Kartendinger, mit Reißverschluss und wo man das große Geld dran tut. Und da sind meine Ringe. Die muss ich euch dann auch noch zeigen. Die blende ich euch dann nochmal näher ein. Und hinten hat es dann einfach so ein Aufmach-Ding und da kann man dann sein Kleingeld draus tun und da versteckt sich auch nochmal ein Ring, weil dass ich sie nicht verliere, habe ich sie jetzt da mal kurz rein und das ist der Geldbeutel und dann habe ich mir einen Pack Ringe gekauft und das sind diese
Wie heißen die jetzt? Die, wo man oben trägt an den Fingern. Ich weiß echt nicht, wie die heißen. Ups. Die hier. Ich blende sie euch nochmal näher ein, wenn ich es nicht vergesse. Und ja, die haben gekostet 2,50, 4 Stück und die fand ich echt cool. Oder 1,50, also nicht teuer. Aber so welche werde ich mir jetzt öfters kaufen, weil ich die einfach so schön finde. Mein Freund mag sie gar nicht, aber ich liebe sie. Genau, dann habe ich mir Hausschuhe gekauft und zwar diese süßen pinken Hausschuhe. Die haben Pandas drauf und die liebe ich. Ich ziehe die zurzeit nur noch an. Die haben auch nur 2,50 gekostet, haben innen so richtig schönes Fell und ich habe mich so verliebt in die Hausschuhe. Die sind so warm und kuschelig und ja, genau. Dann habe ich mir auch was Cooles gekauft, das zeige ich euch auch noch gleich und zwar einen Onesie. Und oh mein Gott, ich ziehe den jetzt immer im Winter an oder halt so zum Chillen daheim und zwar ist das ein Känguru. Ich blende ihn euch nochmal ein, weil ich den so süß finde und den kriege ich jetzt gar nicht ganz aufs Bild drauf und der hat auch Känguru-Taschen, aber ihr seht es ja jetzt und oh mein Gott, der hat gekostet 14 Euro. Finde ich echt cool. Dann habe ich mir, weil wir gleich gerade bei dem Thema sind, ein Nachthemd gekauft, weil ich Nachthemden irgendwie mehr mag als Schlafanzüge. Und zwar sieht es ein bisschen omahaftig aus, aber ich mag es irgendwie. Das hat halt vorne auch Knöpfe mit Spitze und geht dann einfach in diesen roten Muster mit diesen Sternen oder was das ist. Einfach runter bis zum Knie ungefähr. Also das muss ich euch nicht einblenden, ist ja nur ein Nachthemd. Das hat gekostet 6 Euro. Dann habe ich 2 T-Shirts, aber die sind jetzt noch nicht gebügelt, weil meine Mama ist noch nicht dazu gekommen. Und die hat nur 3 Euro gekostet und einmal dieses hier in weiß mit Los Angeles East 78 Sunset to Sunrise. Ja, finde ich sehr schön. Und dann dieses T-Shirt noch und da steht Dakota. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Aber ich fand es voll cool. Für 3 Euro, hallo? 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 Dann habe ich mir ein wunderschönes T-Shirt gekauft. Das hat 5 Euro gekostet und ich habe mich so verliebt in das. Das ist einfach so eine Legging. Und zwar sieht es so richtig verwaschen aus. Und dieses Lila hat mir so gut gefallen. Und es geht halt ein bisschen länger. Und das finde ich sehr schön. Es geht auch über den Po. Und oh mein Gott, ich liebe dieses T-Shirt. Ich hatte es auch auf der Heimfahrt schon an. Mit der Cardigan von H&M. Weil ich fand es einfach richtig chillig. Und ich kann irgendwie nicht mehr hocken. Dann habe ich mir ein Unterziehtop gekauft, weil mein Freund hat beim Streichen meins aus Versehen angemalt und es geht nicht mehr raus. Und es ist einfach ein schlichtes Spaghetti-Träger-schwarzes Top. Muss man nicht einblenden, also ich zeige es euch jetzt einfach so. Es ist ein ganz normales Top für 2,50 und das habe ich einfach gebraucht und deswegen ist es mitgekommen. Dann habe ich mir ein weiteres T-Shirt gekauft und zwar finde ich, das sieht aus wie Fledermaus, so, ja, Fledermaus-armigen Ding. Ich habe es selber noch nicht anprobiert und es soll eigentlich ein Crop-Top sein, hat halt ein bisschen so fledermausarmige Ärmel. Das habe ich in Größe 36 und ich werde es euch nochmal einblenden und das hat 3 Euro gekostet. Dann habe ich mir ein T-Shirt dann einfach mitgenommen, weil da fand ich einfach die Farbe so schön. Ich stehe zurzeit voll auf diesen Mint-Ton und dann noch so pink oder so lila dazu, das finde ich sehr schön. Und da habe ich mir dieses gekauft, das hat 2,50 gekostet. Ist ein ganz normales Rundausschnitt-T-Shirt und das habe ich in Größe 34 genommen, hat 2,50 gekostet, wie schon gesagt. Dann habe ich mir ein Kleid gekauft, was ich schon mal habe. Das habt ihr in meiner Back-to-School, in meinem ersten Teil von der Back-to-School-Serie schon gesehen, in Mint. Und jetzt habe ich das in so einem schönen lila-pink-irgendwas-Ton. Wie heißt das? Pflaumenton. Und das finde ich sehr schön. Ich werde es euch auch nochmal einblenden, aber es ist halt noch nicht gebügelt. Deswegen sieht es halt dann ein bisschen knitterlich aus. Und es hat 7 Euro gekostet. Dann habe ich mir einen Pulli gekauft und der hat 3 Euro gekostet. Das war so ein Stand und da gab es nur noch Größe 42 und 44. Deswegen war der auch so billig. Und ich fand ihn einfach so cool als Hoodie zum Daheimchillen. Das ist einfach ein blauer Hoodie, der richtig dick ist. Der hat auch Taschen vorne und der ist einfach so gut zum Chillen daheim. Und deswegen musste der mit. Und zum Schluss eine Hose. Und das war jetzt ein bisschen eine komische Mundbewegung. Eine super skinny Hose, ultra soft in der Größe 34. Ich habe die in der Länge, ich weiß gar nicht, 32 cm genau, genommen und die passt perfekt. Das ist dieses verwaschene und ja. Einfach eine normale Hose. Ich blende sie euch auch nochmal ein. Aber die muss ich nochmal waschen, weil die irgendwie noch juckt an den Beinen. Wegen den Schadstoffen oder so. Aber die hat gekostet 9 Euro. Die war von 13 Euro runtergesetzt auf 9 Euro. Und das war mein Haul. Ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Nein.
Genau. Falls ihr auf der Suche seid nach Klamotten, dann könnt ihr mal auf Kleiderkreisel vorbeischauen. Ich verlinke es euch gleich mal in der Infobox. Da habe ich jetzt zurzeit einen Account, wo ich ein paar Sachen verkaufe. Und wenn euch was gefällt, könnt ihr es gerne kaufen. Weil, wenn ihr ein Fan, also nicht ein Fan, sondern ein Abonnent von mir seid, dann schreibt mir gerne mal auf Kleiderkreisel, dass ihr eine Sache von mir gekauft habt. Dann kriegt ihr noch eine Überraschung ins Paket und ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr ein Lookbook oder irgendwas zu den Sachen wollt, Daumen hoch. Tschüss. Sorry, das hat es nicht mehr aufgenommen. Und deswegen dachte ich mir, ich filme es nochmal schnell. Also,